Hallo, liebe Leserinnen und Leser von 1200 Grad. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Video-Interviews. Heute steht mir Christoph Schulze, Marketingleiter der Deutschen Steinzeug AG, Rede und Antwort. Hallo, Herr Schulze, ich begrüße Sie. Hallo, Herr Schanze. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Wir sind gespannt, was Sie auf der Expo 1200 Grad präsentieren werden. Aber vielleicht erstmal die Frage, haben Sie schon mal an so einer digitalen Messe teilgenommen? Ja, das haben wir tatsächlich schon gemacht. Also wir sind jetzt, ich glaube, niemand ist da jetzt schon routiniert und ein alter Hase, aber wir haben im letzten Jahr bereits an der einen oder anderen Veranstaltung teilgenommen, die rein digital umgesetzt wurde. Das waren zum Beispiel Architektenveranstaltungen von Heinze oder auch spezielle Veranstaltungen im Bereich Hospitality. Und jetzt kürzlich hat ja die Bau stattgefunden, die Bau online. Und da haben wir eben auch mit den Marken Agro Buchtal und Drytile teilgenommen. Und das war spannend zu sehen. Man sieht, Patentrezepte gibt es nicht. Aber ja, wir sind jetzt nicht ganz ganz unerfahren darin. Ja, ich habe schon gehört, dass die Bau online eigentlich für die meisten Unternehmen ganz erfolgreich war, aber dass es eben auch für viele ein Lernprozess ist. Und so ist das ja bei uns auch. Was erwarten Sie denn von der Expo 1200 Grad, die sich ja auf den Bereich Fliesen und Zubehör spezialisiert hat? Also zunächst muss man mal sagen, die Expo 1200 Grad, die kommt jetzt genau zur rechten Zeit, ne? Weil der Wegfall der klassischen Messen reißt natürlich eine Lücke in den Terminkalender und nimmt uns ein Stück weit die Möglichkeit oder schränkt die Möglichkeiten ein, auch neue Produkte und Lösungen jetzt so zum Jahresbeginn dem Fachpublikum vorzustellen. Und insofern freuen wir uns über die Möglichkeit, dass wir über die 1200 Grad Expo da diese Möglichkeit jetzt bekommen. Insofern sind wir gespannt, rechnen ein Stück weit auch gerade, weil auch ein Informationsbedarf, denke ich, in der Branche jetzt herrscht bei Händlern und Verlegern. Freuen wir uns über die Möglichkeit, das jetzt auf diesem Wege zu tun. Ja, und das gibt ja auch uns Herstellern die Möglichkeit, uns da innovativ und zukunftsgewandt zu präsentieren. Insofern hoffen wir auf viele Besucher und einen regen Austausch. Ja, Sie haben die neuen Produkte und Lösungen gerade ja schon mal kurz angerissen. Was können Sie uns schon einen kleinen Vorgeschmack geben oder einen kleinen Einblick, was Sie auf der Messe an neuen Produkten und Vermarktungsideen präsentieren werden? Ja, gerne. Also wir legen den Schwerpunkt, wie das ja auch so ein Stück weit in unserer DNA liegt, auf die Architekturkeramik. Wir stellen dort die kürzlich eingeführte Serie Area Pro vor. Das ist ja unser neuer großer Baukasten im Bereich der Objektkeramik mit 12 Farben, mit vielen Trittsicherheiten, vielen Formaten, plus noch diversen Zubehör von der 6 mm Wandfliese bis zur keramischen Rinnenabdeckung für Swimmingpools, Sanitär-Einbauten wie Waschbecken und Duschböden etc. Also das wird ein wichtiger Punkt sein. Wir stellen außerdem auch nochmal das Thema Drytile vor, also das neue Verlegesystem mit Korkrücken bei Keramikfliesen. Das kennen zwar viele schon, aber unser Experte Marian Wienhold, der wird das ganz schön anschaulich nochmal vorstellen. Und das macht er auch im Rahmen eines Vortrags dann am frühen Freitagnachmittag in ihrem Vortragsprogramm. Und darüber hinaus haben wir aber auch noch die ein oder andere wohnkeramische Neuheit im Gepäck, die wir dann auch erstmalig auf der Expo 1200 Grad zeigen werden. Also es gibt Premieren sozusagen. Es gibt Premieren, genau. Es gibt auch wieder einiges zu sehen bei uns. Und glauben Sie generell, dass so eine Digitalmesse die Lücke füllen kann, die das Fehlen der jetzigen Messen mit sich bringt? Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Handelsmessen, die im Frühjahr stattfinden, die leider dann auch 2021 komplett wieder ausfallen werden. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Also ich würde sagen, ja und nein. Also ich denke, eins zu eins kann man die Präsenzmessen
so nicht ersetzen. Das ist auch, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn man sich überlegt, warum geht man zu einer Messe hin und was, welche Mehrwerte bringen eine Messe? Ich meine, wir sind alle in der, wir stellen alle Produkte her. Das sind haptische Produkte, Baustoffe, keine Finanzdienstleistung oder etwas Ähnliches. Also dieses haptische Erleben von Produkten, das können Sie eins zu eins nicht reproduzieren. Und man muss ja auch überlegen, warum geht man sonst auf eine Messe? Und wenn man da ehrlich ist, natürlich geht es auch um die Gespräche, um den guten Kaffee, um mal das Bierchen abends noch beim Messeausklang und auch um das gemeinsame Erleben eines Messeteams während so einer Messe. Das sind alles Dinge, die rein online wegfallen. Ja, auf der anderen Seite kann ich natürlich online viel besser den Erfolg messen. Ja, auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Und insofern würde ich sagen, es hat Vorteile, aber ganz ersetzen wird es das nicht können. Mhm. Ja, glaube ich auch. Sehr gut auf den Punkt gebracht in meinen Augen. Also trotzdem macht man sich natürlich Gedanken darüber. Corona wird ja hoffentlich dann auch irgendwann mal nicht mehr das alle beherrschende Thema sein, ob dann auch so ein Format wie eine Digitalmesse auch in Zukunft Bestand haben könnte, wenn die normalen Messen wieder stattfinden. Was glauben Sie? Also ich glaube, es wird Formate geben, die wir jetzt alle ausprobieren und an denen wir lernen, die es auch in die Zeit nach Corona schaffen. Ich glaube aber, dass es auch wieder eine Sehnsucht geben wird, sozusagen eine Sehnsucht nach dem Analogen, wieder nach dem echten Gefühl und dem echten Erleben. Und insofern denke ich, wir werden viele Kombinationsformate sehen. Viele Messen werden sich verkleinern. Ich denke, da wird es ähnlich sein, wie wir das vielleicht jetzt in der Luftfahrtindustrie sehen werden, dass wir lange brauchen, bis wir wieder auf diesem alten Stand sind, wenn man da jemals wieder hin zurückkommt. Und insofern werden sich einige verkleinern und werden dann aber das Digitale, denke ich, mehr nutzen, sozusagen als Range Extender, um die Reichweiten zu erweitern, um auch die Zielgruppen und die Personen dann zu erreichen, die sich eben nicht mehr ins Auto setzen und quer durch Deutschland fahren oder sogar ins Flugzeug steigen und um die halbe Welt fliegen, weil ich denke, wie auch ansonsten im Arbeitsleben werden viele diese Dinge hinterfragen, ja, und auch die damit verbundenen Kosten. Insofern glaube ich, werden die Messegesellschaften sich da ja auch diesen digitalen Möglichkeiten weiter öffnen. Und insofern wird es, glaube ich, so eine Mixtur sein aus gewissen Formaten, die online sehr gut funktioniert haben und eben Kombinationen aus sozusagen echten Events und deren digitalen Erweiterungen oder eben auch Livestreams etc. Ich meine, wir haben ja sowas in Anfängen auch vor Corona schon gesehen. Ich denke, das wird jetzt eben besser gelernt sein. Ja, ich meine, sowohl wir als Aussteller als auch die Messegesellschaften haben jetzt in der Zeit oder werden viel dazugelernt haben. Und das wird sich auch später zeigen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Wissen Sie denn, welche digitalen Vermarktungskonzepte Sie 2021 auch bringen wollen? Weil ich sage mal, das Präsentieren der Produkte ist natürlich eine Sache, aber die Kommunikation mit dem Kunden, das Erläutern der Dienstleistungen und auch der Innovation ist ja eine andere. Was haben Sie da vor? Wir hatten glücklicherweise schon Ende 2019 entschieden, sozusagen das Jahr 2020 sehr stark unter das Motto der Digitalisierung zu stellen. Wir haben also bereits Ende 2019 entschieden, dass wir unser Marketingbudget sehr stark Richtung digitaler Projekte verschieben. Hatten ja tatsächlich schon, das hatten wir, glaube ich, auch sogar auch bei Ihnen im Newsletter damals drin, schon Anfang des Jahres entschieden, tatsächlich nicht zu Chersai zu gehen und auch andere Messen etwas zurückzufahren. Und stattdessen haben wir im September dann die agrobuchtal.de Webseite gelauncht. Und das war natürlich rückwirkend eine ganz gute Entscheidung, wie sich da herausgestellt hat, ohne das jetzt wirklich schon zu antizipieren, wie stark uns Corona dann beeinträchtigen wird. Insofern haben wir da bereits erste Grundlagen gelegt. Und da wollen wir jetzt auch ganz stark weiterarbeiten. Und wir sehen da unseren Schwerpunkt ganz klar
generell in der Digitalisierung von Produktdaten und der Zurverfügungstellung. Ja. Also wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitere Funktionalitäten in unsere Webseite einbauen, die sich etwas stärker im Fokus an die Architekten und Planer richtet. Also zum Beispiel die Möglichkeit, für einen Großteil unseres Sortiments quasi on-demand BIM-Daten, also Planungsdaten in bestimmten Formaten, abrufen zu können. Ob das Konfiguratoren sind, Ausschreibungstexte, das sind alles so Thematiken, die wir in den nächsten Monaten angehen werden. Und was man auch sagen muss, wir haben natürlich jetzt auch in der Zeit, auch jetzt für die neue Website, unglaublich viel Content produziert, also zum Beispiel gerade im Filmbereich. Also was wir in den letzten Monaten an Filmmaterial produziert haben, das ist, glaube ich, schon ein abendfüllender Spielfilm an Umfang. Und das spielen wir jetzt auch nach und nach aus. Da wird also noch einiges kommen, jetzt auch für die Neuheiten für dieses Jahr. Aber darüber hinaus muss man sagen, wir freuen uns auch ein Stück weit wieder auch auf analoge Projekte. Ich denke, wenn wir irgendwie im Laufe des Jahres hoffentlich aus dieser Situation immer mal rauskommen, dann wird es eben auch wieder diese Sehnsucht nach analogen Themen geben. Und da haben wir auch schon einen gewissen Prozess gestartet, wo wir sagen, wir machen ein bisschen weniger Messen, wir machen stattdessen mehr Präsenzen, permanente Präsenzen in Architektur-Hotspots. Wir hatten 2019 schon einen gemeinsamen Showroom in Mailand mit einem Partner eröffnet und dann im September in London mit einem anderen Partner in UK mit Schwerpunkt auf die Fassade. Und das ist natürlich jetzt im Rahmen von Corona alles ziemlich untergegangen, aber wir hoffen, dass wir dann wieder so einen Neustart machen können und wollen auch dieses Konzept weiterführen und eben permanente Präsenzen in bestimmten Architektur-Hotspots großer Städte etablieren. Ja, wie zum Beispiel, wir haben jetzt Barcelona und Moskau und auch Paris auf dem Schirm. Das wären so die nächsten Städte, wo wir das gerne machen möchten. Insofern, ja, viel digital, das wird auch weitergehen und da werden wir weiter ausbauen, weil wir auch glauben, dass das ganze Thema Produktdaten, also Digitalisierung von Produktdaten in der Zukunft ganz, ganz wichtig sein wird, um auch sozusagen eine Kontinuität von Produktdaten in allen Kanälen und über sozusagen alle Touchpoints, die so ein Kunde hat, im Handel, auf unserer eigenen Website, auf Plattformen zu gewährleisten, aber eben auch wieder das Analoge wieder ein bisschen in den Fokus zu stellen. Herr Schulze, sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Erläuterung und Ausführungen. Und ja, freue mich dann auf die Teilnahme von der Deutschen Steinzeug an der Expo 1200 Grad. Alles Gute. Danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Schanze.